bist du so rabiat? Glaubst du, dass es dafür Extrapunkte gibt oder so? Vorsicht, ich bin Eigentum der galaktischen Schutztruppen. Zum Erreichen des Gipfels der Gerechtigkeit. Deine Quadrizepse brennen sicher vor Rechtschaffenheit. Wieso bist du so rabiat? Glaubst du, dass es dafür Extrapunkte gibt oder so? Vorsicht, ich bin Eigentum der galaktischen Schutztruppen. Es ist an der Zeit, den Energieturm zu erhöhen. Du musst von Plattform zu Plattform springen. Aber gib Acht, wo du hintrittst. Diese Teile nehmen eine Position ein und gehen dann völlig ohne Vorwarnung über in eine ganz andere Position. Wieso bist du so rabiat? Glaubst du, dass es dafür Extrapunkte gibt oder so? Glückwunsch, du hast den Energieturm bezwungen. Geh zur Hauptplattform und hol dir deinen Preis ab. Soweit gekommen ist, wo ich später gar nichts. Aber der Typ davor, ach ja, dasselbe. Dieser Übungsparcours bringt offenbar gar nicht so viel Übung. Wieso bist du so rabiat? Glaubst du, dass es dafür Extrapunkte gibt oder so? Und hier findet Ratchet seinen allerersten Goldbolt. Genießen wir diesen Moment. Okay, genug genossen, weiter geht's. Vorsicht, ich bin Eigentum der galaktischen Schutztruppen. Du hast also
Parcours abgeschlossen. Jetzt hast du bestimmt ganz viele Sachen gelernt. Wir treffen uns vor der Halle der Helden. Ich habe eine Aufgabe für dich. Jetzt einer von uns bist, dachte ich, es wäre jetzt an der Zeit, dir ein neues Gefährt zu besorgen. Ein Sternenspringer der G-Klasse. Ist er für mich? Technisch gesehen gehört er den galaktischen Schutztruppen. Überlebst du aber, schließt du die supergeheime und trotzdem moralisch einwandfreie Mission ab, steht er ganz zu deiner freien Verfügung. Was ist diese geheime Mission? Ich nenne sie Operation Fallender Stern. Glückwunsch, Kadett! Du wurdest ausgewählt für die Operation Fallender Stern. Laut Informationen der Schutztruppen hat Drak ein hochmodernes Waffenlabor im G34-Nebel. Deine Mission ist die Zerstörung seines geheimen Projekts, ohne, das ist wichtig, das jemandem zu erzählen. Niemals. Das ist unser kleines Geheimnis. Klar, aber ich verstehe nicht, warum... Bitte stell deine Fragen erst nach Ende der Präsentation. Du infiltrierst Draks Labor mit Hilfe eines Dietrichs, deines Verstands und der Tapferkeit, die man üblicherweise bei erfahreneren Schutztruppen findet. Geh rein, zerstöre, woran auch immer ihr arbeitet, und entkomme. Ich beobachte dich von hier aus. Viel Glück! Ich wünschte, ich könnte dort sein und dich verabschieden, aber ich habe einen wichtigen Termin bei meinem Akupunkteur. Ruf mich an, wenn du beim G34-Nebel angekommen bist. Ich zähle auf dich, Ratchet! Alles klar, Captain. Wo sollen wir hin? Skids Agent sitzt immer noch irgendwo auf Aridia fest. Vielleicht können wir Skid McMax helfen. Warte, ist das Skid McMax da vorn? Ich brauche Hilfe! Oh Mann, was für ein Glück, dass ihr hier aufgekreuzt seid! Ich bin schon die ganze Nacht hier! Ich glaub's nicht! Skid McMax! Ich hab alle deine Rennen gesehen! Cool war denn Triple Nova Spin beim Mach 2 letztes Jahr beim Kerman Cup? Immer schön, einen Fan zu treffen, kleiner Mann! Ich bin Clank, das ist Ratchet. Dein Onkel hat einen Infobot erhalten und uns gebeten, dir zu helfen. Oh, ich hab mich schon gefragt, ob er ihn bekommen hat. Mein Agent und ich fliehen schon die ganze Nacht vor dem Blag. Allerdings wurden wir in dem ganzen Chaos getrennt und ich bin beim Abhauen aus Skid McMax Borcheck auf die Schnauze gefallen. Hey, könnt ihr vielleicht die Sandhaie beseitigen, damit ich zu meinem Schiff kann? Ihr bekommt mein Hoverboard, wenn ihr das tut. Wow, ein echtes McMax 4000 ist so gut wie erledigt. Vorsicht, diese Sandhaie sind echt fies, Mann! Halt, komm zurück! Hier draußen sind immer noch Sandhaie! Sehen wir uns diesen Händler an. Du hast echt drauf, kleiner Mann! Mann. Wow, das war super cool. Ich glaube, es sind noch ein paar Sandhaie auf der Hochebene. Bist du mit denen fertig? Sieh mal da oben, das muss Skids Schiff sein.
Das war ziemlich cool. Danke für eure Hilfe. Hier ist euer Hoverboard. Wow, sogar mit Autogramm. Für Ratchet und Clank, den gechilltesten Typen, mit denen ich je auf einem feindlichen Planeten abgehangen habe. Cool. Schaffst du es alleine, ohne Hilfe zu deinem Schiff? Wird schon klappen. Ich glaube allerdings, dass ich nicht am Blackwater City Hoverboard-Wettbewerb teilnehmen kann. Voll der Bomber, Kumpel. Hey, hat einer von euch Kerlchen meinen Agenten gesehen? Ich will ihn nicht hier draußen zurücklassen. Er hat's nicht so mit der Natur. Oh Mann, ich hoffe, diese Verletzung ist nicht das Ende meiner Karriere. Ja. 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 Wir sollten uns nach Skids Agenten umsehen. Er braucht vielleicht unsere Hilfe. Vielleicht sollte ich versuchen, es mal zu belasten. Au! Oh Mann, das war keine gute Idee. Ja.
Du hast echt drauf, kleiner Mann. Zukünftiger Konsument. Wir bei Skip Make Max Sportscheck schätzen deine Begeisterung, aber du betrittst gerade einen Sperrbereich. Bitte verlasse das Baugelände. Verstärkung! Das waren die letzten. Sehr beeindruckend. Zukünftiger Konsument. Vielen Dank für dein Interesse an Skip McMarks Sportscheck. Doch leider zwingt uns deine Weigerung, den Bereich zu räumen, die Konstruktorbots zu aktivieren. Einen schönen Tag noch. Meine Sensoren erkennen eine seltsame Energiesignatur bei den Schwunghakenziehern. Das könnte eine Apparatur von Drag Industries sein. In Ordnung. Sehen wir uns um. Haben wir Hoverboards, einen Schwunghaken-Parcours und einen 24-Stunden-Taco-Imbiss für den nächtlichen Heißhunger? Einbruch in Sektor 4 geortet. Entsende Konstruktorbots. Skid Mac Marks hier. Hey, lasst euch von Fettchen Frost nicht den Spaß verderben. In unserer Snowboard-Abteilung gibt's die neueste Schneehobel-Technologie. Es ist nie zu kalt, um cool zu sein. Hey, Skid hier. Jeder kann sich was kaufen, um cool auszusehen. Aber wer nicht auch cool klingt, ist nicht cool. Also werft einen Blick auf unseren Kursplan. Meldet euch zum Cool-Seminar an und lernt, wie ihr cool aussieht, klingt und sogar riecht. Wie ich. Na, Lust auf ein paar Wellen? Abgefahren! Leute, ich hab den Deal für euch. Kommt zur Profi-Surf-Abteilung, sagt den geheimen Code Ey Alter und ihr bekommt 5% Rabatt beim nächsten Einkauf. Ey Alter!